Spirit of the Ghost ist zurück bei Minecraften. Neue Welt, alles neu. Bisschen was an den Audioeinstellungen gedreht. Das heißt, ihr könntet vielleicht eine Verbesserung merken. Und ich hoffe, dass der Sound dann auch wirklich besser ist für euch. Ja, wir haben ja neu gestartet, da mir der Überlebensmodus doch nicht so sehr gefällt, weil es nicht schön ist, wenn man immer wieder, finde ich, Fehler machen kann und dann muss es ja auch irgendwie eine Herausforderung geben. Die gab es irgendwie eh so selten bei Minecraft bisher. Dadurch, dass es ja kein richtiges Spielziel gibt. Das heißt, wir müssen uns unsere eigenen Spielziele setzen. Und das, finde ich, braucht so ein bisschen auch einen Adrenalinkick, dass man nicht allzu viele Fehler machen darf, wenn man sonst tot ist. Einen Fehler darf man nie machen, nämlich sterben. Und das haben wir diesmal auch nicht mehr vor. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel überlegte Risiken eingehen als bisher. Und da sollte man vielleicht wirklich ein bisschen drauf achten. Das ist vielleicht ganz gut. So, dann schauen wir mal, wie es läuft. Erstmal wieder Holz holen. Nehmen wir gleich den zweiten Baum auch noch. Gut, wir sind wieder in einer Erdlandschaft. So eine Standardvegetation, würde ich sagen. Das ist ganz gut. Also irgendwie mag ich wirklich die Wüste am wenigsten. Schneelandschaft mag ich auch sehr, aber es ist da halt wirklich sehr einsam, so weit oben. Und das könnte auf die Dauer langweilig werden. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich so einen Mittelweg zu suchen zwischen ganz unten und ganz oben siedeln. Ganz unten ist auch doof, weil du Berge um dich rum hast. Und natürlich weißt, wo du hin sollst. Das heißt, du bist immer in irgendeiner Senke und musst was draus machen. Naja. Schauen wir mal. Okay, wilde Tiere. Oh, Riesenberg. Das ist gut. Berg ist da, Wasser ist da, Tiere sind da, nur ein bisschen die falschen, aber trotzdem. Sand ist unter uns gewesen gerade, den können wir eigentlich gleich mitnehmen. Können wir gleich mal unsere Werkzeuge machen. Und wir haben auch einen Berg. Berg ist immer gut. Kann man zum Beispiel in seinem Rücken nehmen zur Sicherheit. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Ich habe vor langer, langer Zeit mal Minecraft gespielt und das aber nie wirklich aufgezeichnet. Das war noch weit vorher. Und da hatte ich wirklich interessante Welten, die jetzt leider für immer verloren sind. Ich hör's doch. Wo kommst denn du her? Boah. Wo die Kinder sind, sind auch die Eltern, oder? Wo kommt denn der her? Der kam doch aus nix. Boah. Wow, okay. Na gut, gerade noch so überlebt. Das wäre schon spannend geworden. Wo gibt's denn sowas? Ich habe den zufällig gehört. Wow. Ja, was wollte ich sagen? Ich habe in einer anderen Welt damals gesiedelt und damals so gesiedelt, dass... ich bin noch ganz durcheinander vom Angriff gerade. Dass das wirklich in meinem Rücken war, der Berg. Und das war wirklich eine schöne Welt. Dann auch gleich mit Glas... Ah, es wäre eigentlich sehr schön gewesen. Ich habe da auch intensiv Landwirtschaft betrieben. Naja, zu spät jetzt. Gut, dann machen wir uns eine Schaufel und versuchen vielleicht dann mit diesem Berg da hinten das Gleiche wieder nachzumachen. So, was wollte ich eigentlich? Ich wollte hier, deswegen jetzt die Schaufel, schon ein bisschen Sand mitnehmen, weil es doch ein bisschen weg ist vom Berg und wir den Sand immer brauchen für Glas. Also wir können einfach so eine schäbige Schaufel jetzt hier nehmen, die brauchen wir eh nur für dieses eine Mal hier. Ich mache es ja einfach so lange, bis die Schaufel weg ist. So viel Sand nehme ich mit. Das dürfte eine ganze Weile reichen. Dann ist halt immer die Frage, ja, also... Will man wirklich eine ganze Glasbude haben oder vielleicht nur einen Glasboden? Ist manchmal ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ich lande dann doch immer wieder bei 100% Glas und dann ist es blöd, weil man da zum Beispiel keine Fackeln ranhängen kann. Und... Eventuell sollte ich mal so einen Zwischenweg gehen. Wird es schon dunkel oder kommt es nur so vor? Und dann wäre es wirklich ein ultra kurzer erster Tag. Und den muss man immer irgendwie überleben. Und jetzt haben wir ja schon... Jetzt können wir eigentlich gleich mal essen. Verrottetes Fleisch. Vielleicht können wir damit die Gesundheit wieder aufladen. Das wäre ganz gut für den Einbruch der Nacht. So. Ich wollte machen, bis die Schaufel weg ist. Die ist jetzt gleich weg. Ich höre doch noch mehr Monster. Ich höre sie doch schon wieder. Das werden die Eltern sein. Von dem Frechdachs gerade eben. Ah ja, Essen brauchen wir auch. Ein bisschen mehr als nur verrottetes Fleisch. Das nehmen wir auch gleich mit. Sorry, Kuh. Was haben wir hier noch alles?
Ah, hier haben wir die Tiere, die wir suchen. Also am Schwein ist dann wirklich nicht weg von hier. Okay, genug zu essen. Dann können wir uns jetzt eine kleine Wohnstätte bauen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, kleine Höhle. Können wir eigentlich gleich als Wohnung nutzen. In diese Richtung ein bisschen langweilig. Und in diese ist der große Berg daneben. Nee, dann will ich doch lieber... Es wird dann, im Endeffekt wird es eine zu kleine Wohnung werden für die Zukunft. Deswegen würde ich eigentlich gerne lieber hier irgendwo hin. Hm, da haben wir auch gleich Kohle. Und Steine. Nehmen wir gleich mal alles mit. Steine, weil mir gleich auch diese Steinspitzhacke flöten geht. Oh, ist wirklich wahnsinnig langsam damit. So. Brauchen wir die noch auf oder fast? Und was ich gleich noch abbauen will, ist Kohle, damit ich gleich was zum Heizen habe. Es ist einfach sehr viel ergiebiger als Holz und Holz geht dann so schnell leer. Das braucht man ja sowieso dauernd. Kann ich uns von den Resten dieser Steinspitzhacke noch Kohle holen? Okay. Jo. Ah, es wird immer mehr statt weniger. Okay, das dürfte es gleich gewesen sein. Okay, oh, das war's. Jo, dann nehmen wir unsere Werkbank. Haben wir gleich sowas wie eine provisorische Wohnung, auch ganz gut. Haben einen Ofen und machen uns aus dem Rest jetzt neues Werkzeug. Erstmal eine Steinspitzhacke und auf jeden Fall für die hereinbrechende Nacht gleich noch ein Steinschwert. Und dann machen wir vom Rest, den wir noch haben, noch eine Schaufel. So, dann sind wir gut gerüstet. Dann können wir jetzt einigermaßen beruhigt hier so ein paar Dinge abbauen. Und wenn es wirklich dunkel wird, die Monster kommen, erstmal vorsichtig sein, denke ich. Dann gehen wir erstmal in irgendeine Höhle zurück. Zum Beispiel in diese hier. So, machen wir die gleich ein bisschen größer. Nehmen uns die Kohle. Das kann auch nichts für die Ewigkeit sein hier, weil das Wasser nebenan, das macht mich jetzt schon verrückt. Aber es ist zum Beispiel eine gute Stelle für die erste Nacht, denn wenn uns die erste Spinne besucht... Oh, da ist das Wasser. Wenn uns die erste Spinne besucht, kann man hier einfach in Ruhe angeln dann. Und uns während der ersten Nacht, die eh gefährlich ist, zum Beispiel das Wasser hier reinlassen und gleich mal Fische holen. Gut, jetzt erstmal alle Kohle abbauen. Ja, okay. So, 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 da haben wir noch mehr Kohle. Jetzt sind wir doch, sind wir doch schneller als geplant. Können wir vielleicht auch ein bisschen weiterziehen gleich, solange es noch hell ist. Aber ist wieder die Frage wie immer, wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir da rein? Das ist wie so eine Senke, Wasser ist nebenan. Aber das, die Lautstärke nervt. Können wir uns auch überlegen, wollen wir eher auf Stein oder eher auf Erde? Hier haben wir natürlich weite Ebenen, das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir auch einen Berg im Rücken. Also ich würde die Ebene gerne nutzen für Ackerbau und so Geschichten. Aber die Pferde bringen mir nichts, die bringen mir auch nichts. Die nehme ich immer ganz gerne als Fußboden. Das ist gut, dass wir das haben. Das ist Kies, weil das so schon knirscht beim Laufen. Dann nehme ich den gleich mit. Lässt sich auch wahnsinnig schnell abbauen mit der Schaufel. Je nachdem, wie groß die Wohnung wird, aber da haben wir schon mal einen schönen Fußbodenbelag. Da in unserer Wohnung hoffentlich eh keine Creeper oder so rumlaufen, die uns die Wohnung zerstören, ist es egal, dass Kies relativ schnell kaputt geht. Ist ja nur die Verkleidung sozusagen. Ich nehme den gleich mal ganz mit, denn wer weiß, wann wir den wieder finden und wie nah dann an unserem Bauplatz. Kann man nie genug davon haben. So. Gut, das reicht auf jeden Fall für einen schönen Bodenbelag. Gut, dann können wir weitermachen. Oh, aber nicht so. Dann gehen wir mal da hoch. Ich bin da irgendwie sehr wählerisch und immer wählerischer jetzt geworden über die letzten Wochen und Monate, die ich das Spiel spiele. Irgendwie finde ich nie mehr so einen Platz, der mir so richtig zusagt. Es ist oft ein bisschen planlos, habe ich selbst den Eindruck. Deswegen müssen wir uns das jetzt zur Abwechslung mal richtig gut überlegen. Hier zum Beispiel ist auch doof zu siedeln.
Hier bin ich eigentlich anfällig. Ich sehe nicht, was kommt, aber bin leicht zu erreichen. Hier bin ich in so einer blöden Senke drin. Ist auch blöd. Also hier ist auch keine gute Stelle. Eher sowas hier einfach. Ich gehe mal wieder aufs Schwert, falls jemand kommt. Da haben wir Kohle, die nehmen wir gleich mit. Aha. Okay. Mehr war's nicht. So ist auch natürlich ganz blöd, wenn wir hier nicht rausziehen können. Also können wir uns schauen. Hier ist auch noch Schnee. Tatsächlich. Sind wir hier schon auf der Ebene, wo es schneit? Dann wäre es ja ganz interessant, hier irgendwo zu siedeln. Hier haben wir Schnee, hier haben wir Stein und da können wir Bergbau machen. Hier haben wir eine Riesenebene. Hinter uns sind wir geschützt. Das sieht jetzt ganz gut aus hier. Müssen uns nur die genaue Stelle noch überlegen. Wir wollen hier ja wirklich dauerhaft wohnen. Vielleicht hier so in der Einbuchtung drin. Das könnte sein, oder? Jetzt machen wir uns erstmal eine Fackel. Leuchten es ein bisschen besser aus. Ein paar Fackeln würde ich gleich sagen. So. Können wir hier mal die Gegend ein bisschen ausleuchten, damit wir nicht überrascht werden von spawnenden Feinden. Ja, hier vielleicht so. Das müssen wir uns natürlich noch zurechtbauen, aber im Prinzip hier so. Ich leuchte das jetzt mal alles aus. Denn jetzt sind wir noch ziemlich schutzlos und das ist uncool. Aber wir können auch nicht mehr richtig rennen. Ich heb mir mal vier Fackeln auf. Gut, dass die Nacht jetzt kommt, da können wir gleich. Ah, da haben wir, oh, das ist ja noch besser. Da haben wir hier unsere eigene Haushöhle. Auch sehr schön. So, dann stelle ich jetzt mal überall hier Fackeln hin. Die können wir später immer noch anordnen. Und dann müssen wir dringend was essen, sehe ich gerade. So ein bisschen großräumig. Wie viel habe ich noch? Zwei Stück, die ich setzen will. Das ein Feind? Da hinten sind Feinde, jede Menge. Okay, jetzt haben wir es hier großzügig ausgeleuchtet. Dann kann man es jetzt hier eine Höhle bauen. Die Frage ist, wo? Gehen wir wirklich an den Berg ran, würde ich sagen. So. Da müssen wir aber auf die Ebene von dieser Ebene hier gehen, also ganz weit runter. Oder? Oder wollen wir da so ein bisschen erhöht gehen? Slenderman, Enderman. Oder so. Dann machen wir so einen Treppenabstieg vielleicht. Wollen wir ein bisschen erhöht wohnen oder nicht? So ist ganz gut, oder? Nein. Treppen mag ich eigentlich nicht. Können wir hier so irgendwie oder da vielleicht? Wir haben die Zeit, uns das in Ruhe jetzt zu überlegen. Aber großartig umziehen will ich nachher nicht mehr. Deswegen gehe ich mal auf die unterste Ebene, denke ich. So. Und wenn ich Lust habe, kann ich hier dann ein mehrstöckiges Haus bauen, das dann bis hier hoch geht, ehrlich gesagt. Und wenn ich das vorhabe, dann gehe ich lieber doch nicht hier hin, sondern in den Berg rein. Den kann man nämlich dann mehrstöckig bis nach oben bauen. Okay. Ja, dann wird das hier unsere neue Zukunft und das unser Keller. Das wollten wir eh. Das ist gut. Das heißt, wir fangen hier an zu bauen. Machen erstmal alles ein bisschen ebenerdiger hier. Dann können wir das gleich im Kopf behalten, dass das hier unser Keller wird. Wir sollten also hier in der Nähe bauen. Ich werde jetzt meine vier Fackeln hier auch noch setzen, weil ich schon wieder eben Feinde höre und Regen kommt. Der muss dann auch jetzt. So, und jetzt muss ich was essen. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zur Sicherheit einfach rein in den Berg. Ist nah. Oh, mein Essen. Oh ja, jetzt wird es aber wirklich dringend. Haben wir was? Nein, da müssen wir jetzt das rohe Schweinefleisch erstmal essen. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit gewonnen und das andere können wir ordentlich essen. Ich höre doch schon wieder was. Gut. Ja, das können wir uns nicht rauswagen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, mit ein bisschen vorsichtiger sein. Sprich, ich mache hier auch mal zu, damit hier keiner durchkommt. Und gleich das Steak essen. Wow, das gibt aber richtig viel Energie.
Und das auch gleich noch. Und das reicht schon, dann haben wir noch eins auf Reserve. Und dann können wir die Restenergie hier für Glas verwenden. Das war zwar so nicht geplant, aber ist eine gute Idee, glaube ich. Kann ja hier drin der Ofen arbeiten. Gut, wir sind ein bisschen versetzt, also ganz da wollen wir nicht bauen. Wow, aber das können wir später nutzen, wollte ich sagen. Rein da, rein da, rein da und zu. Oh wow. Da müssen wir jetzt warten, bis wir mehr Leben haben. Sonst trifft er uns einmal und das war's. Aber oh, es wird gleich spannender als gedacht. Puh, Gänsehaut. Ich arbeite nicht mal davor, hatte ich eigentlich vor. Ja, da komme ich nicht hin. Okay, dann müssen wir einfach rausstürmen und uns schnappen. Was ist hier los? Ach so, die Restenergie ist weg. Da müssen wir schon nachlegen. So, jetzt sind wir gleich fit. Das heißt, auf in den Kampf. Wo ist er? Spinne ist auch gut. Könnte aber auch über uns sein. Gehen wir erstmal weg. Kein Feind mehr da. Ich habe die Spinne. Spinne, dich brauche ich. Die wird unten in der Höhle sein, denke ich mal. Ja, ist natürlich sehr, sehr wagemutig wieder, aber ich brauche die Spinne. Und dann verstecke ich mich. Den noch, den haben wir gerade gesucht. Vielleicht lässt er uns einen Bogen fallen? Nein. Okay. Die Spinne scheint mir da unten zu sein. Ja, da ist sie. Genau im Eck. Lass was fallen. Ein nur. Ah, zwei hätte ich gebraucht. Gut, vielleicht gibt es noch eine gleich. Ein Monster, das ist mir alles zu creepy gerade. Das heißt, wieder auf Sicherheit gehen. Hier ein bisschen zubauen. So ist, nee, so schlecht. So könnten sie von oben reinfallen. Ist besser. Gut, überlegen, was passiert ist. Ja, passt alles noch. Okay. Was wollen wir? Wir wollten eigentlich bauen, aber da haben die was dagegen. Das heißt, jetzt esse ich erstmal mein verrottetes Fleisch, damit die Energie wieder auflädt. Ist ja jetzt das Wichtigste bei diesem Versuch. Dann könnten wir eigentlich schon rausgehen bauen, wenn wir ein bisschen auf die Monster aufpassen. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Und das ist echt uncool. Jetzt höre ich sie wieder. Und zwar laufen. Gut, wir wollten ein bisschen hier so hin. Also können wir das doch mal machen. Dadurch, dass wir jetzt hier das Bauen anfangen, graben wir uns eh in den sicheren Berg rein. Die Frage ist, wie weit gehen wir rein? Hier ist natürlich ideal, hier ist genau die... dieser Keller über uns. Ja gut, dann gehen wir doch mal... Was sagen wir denn? Gehen wir mal 10 nach innen. Ab dem hier. Also 1, 2... Haha. Doch gemerkt hier. Oh wow. So, komm. Komm. Ja. So, nächster Versuch. Wieder verrottetes Fleisch nachtanken. Zwar dringend, sterben dürfen wir nicht. Es wird Tag. Ich hätte noch Lust auf eine Spinne. Also müssten wir uns ein Wasser suchen oder so. Da ist sie doch oft. Aber ich höre sie nicht. Jetzt höre ich eine. Ich höre sie, ich höre sie, ich höre sie. Da wieder? Nein. Ich höre sie ganz nah. Oh, Creeper. Nee, die brauche ich jetzt nicht. Und ein Bogenschütze. Irgendwo ganz nah ein Monster und eine Spinne. Na gut, die Spinne werde ich auch am Tag noch finden. Gut, 10 wollten wir reingehen. Das probieren wir jetzt wieder. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind wir drin. Verrottetes Fleisch nachtanken.
6, 7, 8, 9, 10. Es ist auch wirklich weit genug drin. Man hört jetzt keine Monstergeräusche mehr, die uns irgendwann auf die Nerven fallen. Und wir wollen ja hier wirklich dauerhaft bauen. Auch der Regen ist drin abgeschwächt. Okay. Dann können wir hier unseren Ofen holen. Ah, schlechter Moment gerade. Wir haben gerade nachgelegt. Dann lassen wir den noch zu Ende arbeiten. Aber hier soll unser Hauptgebäude werden quasi. So. Dann können wir hier erstmal eine Tür bauen. Dazu stellen wir einfach die Werkbank mal provisorisch dahin. Dass wir auch wissen, hier ist das Ende. So, und dann wollten wir hier eine Tür bauen. Aus, offensichtlich aus Birkenholz. Ja, das ist die helle Tür, die gefällt mir. Ja, helle Tür ist ganz gut. Also, nehmen wir die. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es immer so gemacht, dass ich die von außen setze. Weil sie, glaube ich, so war damals meine Überlegung, weil ich dann hier den maximalen Platz habe. Von innen. Ja. Gut, dann machen wir uns neue Fackeln. Nehmen wir die restlichen Stickies dafür her. Dann wollen wir die natürlich auch verwenden. Machen hier einfach mal Licht, damit hier nicht irgendwas spawnt. Ja, ist eine schöne Größe erstmal. Das heißt, wir sind jetzt hier zentral. Jetzt müssen wir überlegen, wenn wir es symmetrisch haben wollen. 10 nach hinten. Jetzt könnte man machen 5 nach rechts, 5 nach links, oder? Also 1, 2, 3, 4, 5. Da ist Schluss. Können wir mal hier so einen Kies hinsetzen, um uns zu merken, hier ist Schluss. Und hier auch. 1, 2, 3. Oh, das sind wir schon durchgebrochen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und so können wir das gleich in unsere Wohnung integrieren. Auf dem 5. Noch 4 und hier 1, 2, 3, 4 auf dem 5. Okay. Das heißt, von hier bis hier wird die Wohnung und soweit können wir sie jetzt quasi abbauen. Das heißt, ab hier. Haben wir jetzt 10 nach hinten, oder? Alles ab hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Okay. Und dann schauen wir mal, ob wir da genau hier rauskommen. Müssten wir ja. Und zwar in. Oh, das war die Fackel. In 4, oder? 1, 2, 3. Jetzt müssen wir durchbrechen. Genau. Sehr gut. Dann machen wir es da drüben auch. Genau hier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt hier beim 4. müssen wir durchbrechen. 1, 2, 3, 4. Jawohl, passt. Da haben wir gut geplant. Dann machen wir als nächstes mal provisorisch hier zu. Von außen machen. Oh, eingesperrt. Jetzt. Und hier einfach mal zu. Damit wir das Gefühl haben, so ein bisschen abgetrennt zu sein. Dann machen wir uns die Wohnung fertig. Gleich ist die Steinspitzhacke weg. Ah, wir haben keine mehr. Brauchen wir gleich noch eine. Da brauchen wir erstmal die Stickies dafür. Okay. Zack. 1, 2, 3, 4. Gott. Dann machen wir uns eine schöne Wohnung. Einfach mal den Wohnraum erstmal freischaufeln. Das ist jetzt eher unspannend. Aber solange können wir uns überlegen, wie es weitergehen soll. Gut. Also, wir müssen uns im Prinzip ja bei Minecraft unser eigenes Spielziel gestalten. Gut, was kann das sein? Also, ich möchte diesmal eigentlich ein bisschen mehr erleben. Ich hätte wieder Lust drauf, eine ordentliche Landwirtschaft aufzuziehen. Und unbedingt auch mal so ein bisschen mit Verzauberung zu arbeiten. Das habe ich nur ganz, ganz selten und nur im Multiplayer getan.
Also seid ihr hier genau richtig, wenn ihr Bock habt, die Reise mitzugehen. Und wir fangen jetzt wirklich bei Adam und Eva an und versuchen, ihr seht ja heute, wie vorsichtig wir spielen, versuchen wirklich nicht zu sterben und da was Dauerhaftes aufzubauen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal eine schöne Tür und ich denke, es dürfte interessant werden, in ein paar Folgen zu sehen, was wir draus gemacht haben. Ich habe mir auch überlegt, dass wir nicht in den 20-Minuten-Standard-Rastern denken, sondern dass wir einfach die Folgen wirklich so lang machen, wie wir Bock haben. Ihr könnt sie ja, wenn ihr sie nicht im Stück schauen wollt, stückchenweise schauen. Aber so haben wir die ganze Story erzählt. Ich finde es immer besser, nicht nach so vorgefertigten Episoden zu gehen, sondern wirklich nach der Story, die sich entwickelt. Sprich, wir haben jetzt Bock, das Haus zu bauen, also machen wir das. Das ist, glaube ich, unser Ofen. Der hängt mittlerweile in der Luft, okay, dann nehmen wir ihn. Da sind die restlichen Sachen noch drin. Dann war das unser Grenzstein hier und das war unser Grenzstein. So, damit haben wir unseren Wohnraum quasi mal festgelegt. Das finde ich ist erstmal eine schöne Wohnungsgröße. Und wir könnten es ein bisschen designmäßiger anlegen als bisher. Sorry. Das machen wir hier mal zu. Gut. Also wir können uns wirklich eine schöne Wohnung designen mit Nebenräumen und all dem Krimskrams. Und was wir jetzt zuerst mal machen, ist aber hier diesen Wohnraum zu Ende gestalten. Dafür haben wir ja, da haben wir ja unseren Kies vorhin mitgenommen. Und den wollen wir jetzt hier wirklich einbauen. Was wir also zuerst machen, ist quasi Fliesen legen. 10 mal 10. Dann könnte der Kies sogar knapp werden. Ah, da ist gleich Kohle noch. Nehmen wir die mit. Soll nicht unter der Erde bleiben. Und machen dafür, füllen wir hier auf mit Erde. Und hier müssen wir dann mit dem Stein wieder auffüllen. Das heißt, wir nehmen gleich unseren Ofen, stellen den auch da hinten ab. Und lassen den gleich mal ein bisschen so schönen Stein nachproduzieren. Dann nehmen wir einfach einmal Holz, dann wird es nicht zu viel. Und so lange machen wir hier weiter. Gut. Also genau wirklich ans Design halten, dass wir uns vornehmen. Das heißt, wir sind jetzt auf der Ebene 0 quasi. Hier soll der Boden sein. Quasi der Anfang der Wohnung von unten. Dann machen wir erstmal die Steine weg. Steine können wir eh genug gebrauchen. Das heißt, die Spitzhacke ist schon wieder gleich kaputt. Wow, geht aber schnell. So, und dann machen wir jetzt also die Ebene 0 erstmal fertig. Die Türen haben wir wieder eingesammelt, weil wir ja gerade die Ebene 0 unterm Hintern wegreißen. Hier. So. Ja, und dann ist die Frage, wie perfektionistisch will man sein? Also soll jetzt die Ebene minus 1, die jetzt gerade unter uns ist, soll die auch ganz genau aus dem gleichen Material sein? Da wären wir wirklich super perfektionistisch, aber ich denke, bei Minecraft können wir es uns leisten. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir haben Zeit, unserem Perfektionismus zu frönen. So, wir sind jetzt also im ersten Kellerstock sozusagen. Dann kann man hier mal unseren Stein, schaut her, das hat genau für den einen Stein gereicht, das eine Holz. Ganz schöne Verschwendung eigentlich. So, wir sind jetzt hier und wir haben jetzt den Boden genau gleichmäßig. Das ist der Vorteil, wenn man einen Berg baut. Der Regen hört auch auf. Das dürfte genau symmetrisch sein. Genau, das heißt hier haben wir quasi alles fertig und können jetzt hier den Kies hinlegen als erste Unterschicht. Wir könnten noch am Rand schauen, an die Schicht kommen wir nicht mehr ran, also sollten wir die auch gleich so gestalten, wie wir wollen, rundherum. Das heißt, wir reißen sie hier weg, wenn sie nur aus Erde ist. Und schauen, dass wir auch hier Stein haben, zum Beispiel. Kann man hier noch ganz super perfektionistisch sein und das auch wegmachen. Dann machen wir hier noch ein bisschen Stein nach. Diesmal mit Kohle, es darf ein bisschen mehr werden. Und machen dann hier zuletzt fertig, sodass er rundherum auch in dieser Ecke hier unten, die wir jetzt nicht mehr erreichen, alles genau so schön ist. Das heißt, wenn wir super perfektionistisch sein wollen, müssen wir eigentlich das auch wirklich nachprüfen, ob das so ist. Es ist jetzt wirklich sehr aufwendig dann. Sprich, wir müssten tatsächlich hier die unterste Reihe nochmal wegreißen. Das machen wir auch.
und sie dann nachher wieder hinsetzen. Ein bisschen verlorene Energie, aber wir wollen ja, dass alles ganz perfekt ist. Und siehe da, es hat sich sozusagen gelohnt, weil wir sehen, dass die Wohnung nicht 100% perfekt ist. Also müssen wir auch hier noch ein bisschen mehr wegreißen. Da haben wir jetzt schon den Kies hingelegt. Da können wir eigentlich den Kies einfach wegmachen. Gut. Und hier rundherum müssen wir das mal machen, dass wir dann nach unten schauen können. So. Aber hier scheint es zu passen. Okay, ich höre schon Monster. Und was ich jetzt machen will, was schon wieder dunkel wird, ist Fackeln setzen. Habe ich ja schon welche. Kann ich also einfach mal hier ins Eck tun. So, damit es hier im Haus auch schön gleichmäßig hell ist. So, einfach mal so. Wie ihr seht, wir haben noch eine riesen Baustelle. Können wir jetzt 8 Steine mitnehmen. Es reicht nicht ganz, können wir noch Kohle nachlegen. Und den Stein mal setzen. Also, hier war der Eingang. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier ist die Ebene, wo wir anfangen, jetzt das Haus zu betrachten. Das heißt, 1, 2, 3, 4, hier, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, können wir es hier hinsetzen, denn die Wand dahinter passt. Damit können wir hier alles wieder zumachen, denn hier sehen wir ja, hier passt alles. Ist alles genau der Stein auch angrenzend, das war ein Fehler. So, dann schauen wir, wie weit der ist. 4. Wir könnten uns eigentlich den Luxus leisten, einfach einen zweiten Ofen zu machen. Vielleicht so einen Ofen zum Mitnehmen, dann geht es ein bisschen schneller. Mein Stein, das wir dafür verbrauchen, ist jetzt wirklich keine Mangelware. Können wir auch hier ein bisschen Kohle reinlegen. Dann haben wir eine doppelte Produktion. Genau. So, können wir den Stein gleich nehmen, hier weiterbauen. Da passt alles, passt alles, passt alles. Hier passt angrenzend auch alles. Hier ja jetzt auch. Können wir also alles wieder zumachen. Das können wir gleich mal aufmachen, denn hier passt es nicht. Das wollen wir nicht noch perfektionistischer sein, weil dann wird es wirklich krank, wenn wir jetzt hier unten auch noch alles gleich haben wollen. Eine Stufe weg von der Ebene 0 ist, glaube ich, okay. So, dann nehmen wir das. Das können wir wieder zumachen. Ich lege mal hier schnell den Kies hin, würde ich sagen, damit ich da dann die Türen drauf machen kann, weil mir so ist ein bisschen unsicher die Geschichte vorkommt. So, da können wir immer noch reinfallen. Machen wir das einfach mal irgendwie zu. So, gut. Jetzt sind wir da wirklich monstersicher. Können uns die Steine nehmen, die soweit schon fertig sind. Und unsere Löcher hier wieder zumachen. Zack, zack. Okay. Und dann können wir da drüben, wo wir jetzt sehen, dass alles passt, auch weitermachen. Hier unten hat es nicht gepasst. Das können wir jetzt ausbessern. Zack, zack. Und damit können wir diese Ecke auch zumachen. Da passt es auch nicht. Können wir es auch gleich wegmachen. Passt nicht, passt nicht, passt nicht. Und, oh, da hinten hätte man doch mehr Kies, wenn wir ihn brauchen. Ja, tausche ich mal aus gegen den Diorit. Oh, er fällt von oben durch, okay. Dann können wir den hier reinbauen. Der stört mich eh immer, den werfe ich eh immer weg. Also, okay. Dann Stein, Stein. Haben wir wieder 10. Damit können wir jetzt hier die Löcher wieder zumachen, hier unten zumachen, hier zumachen und hier. Da wollten wir ja nicht überperfektionistisch werden, wo es jetzt schon wirklich fast krankhaft ist. Gut, und dann können wir die Wand noch zumachen. Da haben wir den Großteil auch erledigt. Stein, Stein. Ja, es ist ein angenehmes Tempo so. Wenn wir doppelt produzieren, können wir ein bisschen aufs Essen schauen. Steak können wir vertragen. Gut. Ja, und während dann noch fleißig produziert wird, können wir hier schon mal die Ebene 0 widerlegen. Denn das soll ja unser Level werden, auf dem wir wohnen. Mhm.
Also es wird zu wenig Kies. Wir haben jetzt wirklich so eine große Bude. Wir haben ja 10x10, also brauchen wir bestimmt noch 40 Kies. Müssen wir nochmal auf Wanderschaft nachher gehen. Aber wir wollen ja schon eine schöne Wohnung haben. Okay. 21, es reicht nicht ganz, aber ziemlich weit. Na gut, wir haben ja nicht 10x10, sondern Wohnfläche, glaube ich, 9x9 oder so. Und wir hatten um die 80 Kies, 60 Kies dabei und 80 brauchen wir sowas. Na gut, schauen wir mal. So, das ist das schöne Geräusch beim Gehen. Stein ist jetzt auf der Ebene 1. Das heißt, hier, ich muss jetzt nach unten langen, um ihn mir zu holen. So, da passt's. Da passt's. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Aber dann machen wir uns die ganze Wohnung auf. Und da hinten ist der Bogenschütze. Das ist nicht gut. Gut, dann was wollten wir schauen? Wir wollten... Wollten wir, dass die Ebene dahinter auch Erde ist? Ja, aber wollen wir es immer noch? Ich gehe jetzt mal raus. Wenn da Monster sind, kann ich ein bisschen was auch erbeuten. Und vielleicht finde ich noch ein bisschen Kies. Ah, das war ein Bogen. Das war eine gute Idee. Der Kies kam irgendwo von da hinten im Eck. Das heißt, da oben könnte noch was sein. Na, kletter hoch. Ups. Muss ich mich ein bisschen hochstacken. Gott. Ja, hier müsste ja irgendwo Kies sein, der ist ja gerade runtergefallen. Also auf jeden Fall montieren, da ist der Kies. Eingeschneit. Au. Noch ein bisschen was. Das heißt, die Wohnung geht ungefähr bis hier. Gleich, was sich hinter unserer Wohnung befindet. Tiere. Noch mehr Kohle. Nehmen wir gleich mal mit. Bisschen was nur, den Rest können wir noch holen. Wir wohnen noch länger hier. Ich höre nämlich schon wieder Monster. So. Das heißt, hier drin wohnen wir. Und das geht bis hier hinten. Oh, schöne Größe. Essen lasse ich mal noch. Nehme ich mir nichts mit. Vielleicht geht's auch so. So, wirklich günstig. Na, wenn du schon zu mir kommst, dann nehme ich dich mit. Danke. Aber doch ein bisschen was. So, was wollte ich sagen? Hat sich gelohnt, hier zu bauen, weil wir wirklich alles, was wir brauchen, rundherum haben. Verschiedene Materialien. Und das verspricht, ein dauerhaft schönes Spiel zu werden. Okay, es reicht erstmal. Sonst liegt er wieder nur rum. Wieder darunter. Da hinten ist ein Creeper, den brauchen wir nicht. Da war mal der alte Eingang, da ist der neue. Tür zu. In Frieden leben. Da ist noch eine kleine Lücke. Jetzt machen wir aber erstmal den Boden fertig. Kies. Doch nur 24 Kies, das kam mir so viel vor. Das könnte gerade so nicht reichen, wenn wir Pech haben. Aufpassen vor den Monstern. Es wird eng, aber es reicht gerade so nicht, glaube ich. Na gut, können wir mit vernünftigem Werkzeug nochmal kommen. Ja, hätte schon noch mehr sein dürfen. Okay, vernünftigen Stein können wir jetzt hier hin machen. Hier und hier. Jetzt machen wir hier einfach mal so. Das können wir auch von außen dann noch machen. Gut. So, so. So. So weit sollte der Stein gehen, ja? Oder? Ja. Und hier auch. Geht er bis hier? Eben nicht. So, jetzt passt's. Und dann können wir uns gleich mal überlegen, da es jetzt wieder Tag wird, können wir uns auch mal das Risiko eingehen, hier aufzumachen. Jetzt können wir uns gleich überlegen, wie die Front auch werden soll. Also machen wir das alles weg, was stört. So, wie viel brauchen wir denn noch von allem? Erstmal zur Sicherheit Schwert in die Hand. Also, wenn wir bis hier machen wollen, dann 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 1, 2, 23 Stück. Aha, da sterben meine Feinde gerade. 23 Stück.
nehme ich nur wieder mit. 23 Stück brauchen wir. Was war das denn? Habe ich irgendwas aufgesammelt? Da dürfte es ungefährlich sein, hoffe ich. Oh, Creeper, gerade sage ich's. Einen Pfeil habe ich, der muss sitzen. Ja, wirklich gar keinen mehr übrig. Ja, komm, Creepy. Oder geh. Okay, wie du meinst. Dann hole ich mir hier den Rest. 23 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jetzt zähle ich schon schneller, als es angezeigt wird. Ich habe doch nicht so viele. Okay. 23 Stück wollten wir haben. Nein, oder? Es reicht gerade so nicht. Ich werde verrückt. Ich habe mir gedacht, es wären bestimmt 22. Und das wird nicht mal gezählt. Ja, super. Zwei fehlen mir. Muss doch hier noch zwei geben. Hallo? Weißt du, wo zwei Keys ist? Hallo? Hier bin ich. Red mit mir. Tja. Du hattest die Chance. Da hinten noch irgendwo beim Creepy. Hallo? Ist irgendwo Keys hier? Mehr Kohle, okay. Ja, alles Mögliche. Oh, ein Binnensee. Das ist Kies. Ah, das ist natürlich. Hallo, bist du Kies? Ja, oder? 23 wollte ich haben, danke. Jo. Ah, können wir auch noch was Lustiges draus machen nachher. Vielleicht einen Indoor-Pool. Einfach alles zubauen hier. Alles zubauen. So, weiter geht's. Höher. Ja, also hier ist echt eine schöne Gegend. Da können wir wirklich unseren Abenteuerdrang dann ausleben. Dann haben wir ja alles, was wir brauchen in der näheren Umgebung. Bloß nicht sterben. Bisschen Fleisch wieder nachlegen. Ah, hat was gebracht. Gar keine Vergiftung. Und hier sind wir schon wieder zu Hause. Wenn es jetzt nicht hinhaut mit dem Kies. So, zack. Zack, 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 zack. Ja, genau gezählt. Gut, der Fußboden ist fertig. Die Wände sind fertig. Jetzt fehlt der Eingangsbereich und dann die Decke. Also Eingangsbereich können wir jetzt mal rund erneuern. Solange es noch Tag ist. Da hätte ich auf jeden Fall gerne eine Glasfront, denke ich mal. Ich möchte sehen, was draußen passiert. Auf den anderen Seiten muss ich es nicht wissen. Da ist ja nur Berg und nichts Interessantes. Das heißt, eigentlich haben wir das Problem auch gelöst, dass wir dann immer zu viel oder zu wenig Glas verwenden, weil man einfach immer dazu neigt. So, passt das denn so? So, irgendwie. Hallo? Bruchstein? Bruchstein. Okay. Gut. Wo ist mein Glas da? Glas einsetzen. Wir wollten ja hier wirklich auch anfangen. Das heißt, können wir nachher auch noch machen, uns überlegen, was unter dem Glas sein soll. Ob das Erde sein soll. So. Eine schöne Glasfront hier. Gut, wollen wir mal die Decke hier für uns noch zumachen, dann müssen wir eh noch umbauen. So, jetzt sind wir 100% safe, haben einen schönen Ausblick, alles symmetrisch. Eventuell könnte man hier oder hier die Tür hinbauen, statt einer so zentral. Ah ja, kann man sehen. Gut, nächste Überlegung kann sein. Gut, jetzt ist hier alles Erde. Das ist ja auch passt zu außen. Könnte man die Erde eigentlich lassen. Ja. Können wir dann hier noch diese Blöcke wegnehmen, die uns die Sicht versperren. Und hier auch. Aber jetzt haben wir hier wirklich eine schöne Aussicht, Leute. Das sieht wirklich gut aus. So, was brauchen wir oben? Wenn wir rote Decke haben,
Wollen wir eine höhere Decke haben, vielleicht eins höher? Oder wollen wir es so tief haben? Was hätte ich denn gerne für eine Decke? Die Decke ist ja auch gleichzeitig der Boden vom nächsten Stockwerk. Ist die Frage, was wollen wir drüber bauen? Wir könnten natürlich eine Ebene machen mit Getreide. Das könnte direkt über uns sein. Und eine höher Tiere. Und dann sollten die Tiere wirklich eins höher sein, weil es dann ja laut wird. Hühner und so Geschichten. Oder wir machen Hühner rechts und links dran. Das können wir auch. Aber das ist sehr nah bei uns. Dann wären wir verrückt. Wenn wir einen Turm bauen, kann ich mal schauen. Kurz, solange ich überlege, könnte ich mal hier das Schweinefleisch machen. Ja, mit Kohle ist fast Verschwendung dafür. Ja, komm, Birkenholzbretter, da müssen wir eh mal wieder ein neues Holz holen bald. Holz, wir könnten uns eine Holzdecke machen. Holzdecke. Was sagen die Architekten unter euch? Passt das vom Ambiente? Ich mache jetzt erstmal andere Lampen hier. Und zwar so, wie sie sein sollen. Ach ja, dann haben wir wieder das Problem mit dem Glas. Da müssen wir so ein bisschen tricksen. Setzen wir die da hin. Und dann wollen wir symmetrisch bleiben. Das heißt, konsequent im Design verbleiben. So machen wir dann die Lampen. Das geht ja auch. Was wollen wir als Decke? Holz ist dann so rustikal irgendwie. Was ganz anderes? Bruchstein, normalen. Oder auch sowas. Kies. Erstmal das Knochenmehl verarbeiten. Noch mehr Sand übrig. Können wir noch mehr Glas machen. Eine Glasdecke ist auch doof. Obwohl, da könnten wir sehen, was oben abgeht. Aber wenn wir dann natürlich Getreide hinmachen, dann ist egal, da geht dann nämlich nur Getreide ab. Oder wir machen hier eine Glasfront hin statt dem. Und gehen dann hier so quasi in so eine Wendeltreppe hoch, hätten dann hier die Glasfront, könnten hier in die oberen Stockwerke schauen. Und gehen. Wirklich gleich beim Eingang. Wie würde das aussehen? Irgendwie so nach oben bauen. Dann müssen wir notfalls die Türen versetzen. Darüber. Okay, das heißt, wir können sie jetzt mal so machen, dass wir hier wirklich Glas hinmachen. Machen wir das doch mal, können wir ja immer noch ändern. Und dann nehmen wir doch wieder unsere Kohle, nehmen unseren Sand und verarbeiten den zu Ende, zu Glas. Und hier reißen wir, solange es hell ist, noch die Decke ab. Oha. Das habe ich auch nicht gewusst, dass wir da ja gar keinen befestigten Grund mehr über uns haben. Das macht die Sache noch interessanter. Da können wir eigentlich wirklich Glas machen. Das mache ich auch noch wirklich gehört. Dann können wir wirklich Glas machen. Dann können wir hier, so haben wir so einen kleinen Vorsprung, wo wir wirklich in die Freiheit schauen können. Oh, es wird immer cooler. Okay, dann machen wir das doch. Glas. Sonst regnet es hier rein. Ist jetzt noch eher uncool gerade. Also auf jeden Fall mal hier hin. Machen wir mal so weit. Dann auch noch hier. Zu. Ja, ist zu. Und hier schließt es aber nicht ab. Genau. Das müssen wir jetzt noch bauen. Dann holen wir doch gleich unser Glas. Es ging genau von hier bis hier. Also, so. So, so. So. Da fehlt noch was. Eins noch. Gut.
Es ist gut, das sieht aus, als wäre es Open Air hier. Aber es ist alles eingegast. Was mich sowieso nervt, ist, dass es hier so steil runter geht. Kann man mal ein bisschen zubauen. Hab eh so viel Erde übrig. Wenn wir gerade draußen sind, bisschen schöner hier. Okay. So, hier ist alles verglast. Wir sehen es am Regen. Der bleibt da hängen. Ups. Fällt mir ein, wir bräuchten noch einen vernünftigen Türöffner, damit ich das nicht immer selber machen muss. Dann kann ich dann nur noch auf dem Boden bauen. Ist auch doof. Na gut, hier sind wir quasi in der Freiheit. Ja, war ganz cool. So, und der Rest der Decke, das soll auf jeden Fall erstmal einheitlich sein. Egal wie jetzt. Das heißt, wir machen mal alles weg, was nicht zum Rest passt. Hier. Und dann müssten wir diesen Stein dran setzen stattdessen. Okay, also so. Gut, dann so. So, so, so. So, jetzt haben wir Einheitlichkeit und damit haben wir eigentlich die erste Bauphase fertig, oder? Ja, da ist noch uneinheitlich. So. Jetzt werden wir uns überlegen, wie wir vor ein paar Minuten da begonnen haben mit gar nichts. Haben wir doch wirklich ganz schön was geleistet heute. Können auch gleich was essen in Ruhe. Mal schauen auf unsere Veranda. Das dürfte reichen, um das Leben wieder aufzufüllen. Warum ist das eigentlich leer? Dann können wir das restliche Glas holen, Kohle. So, dann können wir uns gleich noch ein paar Truhen bauen. Die gehen so. Oh, reicht erstmal nur für zwei. Die wiederum reichen auch erstmal. Nicht die schöne Aussicht verbauen. Das heißt, wir stellen sie einfach erstmal da hinten hin. Eine. Ach, das war's. Die habe ich noch nicht. Okay. Ja. Okay. Und zwei Öfen haben wir auch. Ja, Truhe auch. Will ich aber jetzt noch nichts reinlegen. Das können wir dann noch in Zukunft erst machen. Andesit zum Beispiel braucht auch kein Mensch. Haha, creepy. Nein, 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 nein. Sieht er mich eigentlich? Nein. Wäre cool, wenn man die da irgendwie provozieren könnte, dass sie einen sehen durchs Glas und dann auf einen zukommen. Ja, okay. In Zukunft können wir auch noch einen See anlegen und was auch immer wir wollen. Die Welt gehört uns. Gut, das ist unsere Bude. Da können wir was anfangen. Ja, dann würde ich sagen, eine schöne erste neue Folge zum Versuch nicht zu sterben. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Der Creepy sagt auch Tschüss. Vielleicht sagt er sogar Hallo? Nein. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Spirit. Vergesst nicht, abonnieren, weitererzählen, liken. Das wäre sehr schön. Bis zum nächsten Mal, euer Spirit.